Gefängnis im Gefängnis nennen die Flüchtlinge auf Lesbos das Camp Moria. Hier sind Tausende von ihnen vor dem griechischen Festland gestrandet, leben in einem völlig überfüllten Lager unter unwürdigen Bedingungen. At the end of the day is an island. I mean, like you cannot get out of it. Die meisten kommen aus Afghanistan, Syrien und Irak. They are bombing them, torturing them. They are arriving here because if not, they will be killed. Monate, oft Jahre warten sie auf Bearbeitung ihres Asylantrags. Wer nicht schutzbedürftig genug ist, muss weg. I am illegal. If the police catch me, they will take me to prison. Alles schon gesehen? Klar. Berichte wie diesen gab es genügend. Warum reden wir dann drüber? Weil es nicht aufhört. Und weil die, die hier leben, sich von Europa im Stich gelassen fühlen. Sie zwingen uns, rassistisch zu werden. Go and fuck yourself, Merkel. Um's vorwegzunehmen, die meisten Einheimischen sind alles andere als Rassisten. Das Klischee werde ich hier nicht bedienen. 2015 war das hier der Ort der Berichterstattung über die Flüchtlingsproblematik, über den Flüchtlingsstrom. Und Lesbos stand auch für die Solidarität der Menschen gegenüber den Flüchtlingen. Jetzt, 3 Jahre später, hat sich nicht großartig was verändert. Immer noch sind 10.000 Menschen auf der Insel. Ich frage mich, wie kann es sein, dass sich die Zustände nicht verändern, dass sich keiner mehr dafür interessiert, dass keiner hinguckt und vor allem, wie leben die Einwohner der Insel damit? Ich bin auf dem Weg zum Camp Moria, dem Sinnbild für das Versagen europäischer Flüchtlingspolitik an den Außengrenzen, meine Meinung. Die Viertelstunde, die ich mit dem Roller zum Lager fahre, müssen die meisten, die dort leben, zu Fuß zurücklegen. Kein Geld für den Bus. Die müssen stundenlang unterwegs sein. Fast 9.000 Menschen sind in Moria auf einem halben Quadratkilometer untergebracht. Für rund 3.000 ist es ausgelegt. Welcome to prison steht an der Wand. Ins Lager kommt man eigentlich nur mit einer Bescheinigung. Ich bin ohne durch den Eingang gehuscht. Die Handykamera läuft. Lieber nicht nachmachen. Dafür hätte ich auch einen Tag in der Zelle sitzen können. Außen geschützt wie ein Hochsicherheitstrakt. Drinnen ein Labyrinth aus Gängen. Zusammengewürfelt aus Containern. Zugebaut mit Zelten, die meisten davon provisorisch hingerotzt. Eine Toilette für 70 Leute. Es ist stickig, laut und bedrückend. Weiter hinten stinkt es nach Abwasser, das aus den kaputten Rohren fließt. Und hier leben Menschen, Familien mit Kindern. Manche sitzen hier seit Jahren fest. Irre ist das. Sie ist fein, Mama, don't worry, really. Come tomorrow morning. 100 Meter neben dem Lager haben Ärzte ohne Grenzen ihre Klinik. Idoya arbeitet seit dem Frühjahr hier. Davor war sie 5 Jahre lang im Kongo in Zentralafrika. Dort seien die Verhältnisse besser gewesen, sagt sie. Hier kämen sie mit der Versorgung vor allem der Kinder und Schutzbedürftigen kaum hinterher. The situation is out of control. There are so many children. We have only 2 doctors and 1 nurse. We think that when we talk about refugees, we talk about young men. No. In the last 7 days, we have received 700 people. More than the half of them, they are children. They told you that they have lost sister, brother, because of a bombing in their house. Most of them have been seeing how they have killed the mother and the father in front of them. Most of them have suffered from sexual violence. So they are terrible history we can even imagine. We have even 6-year-old children with suicidal ideas. In Europe, for example, we can imagine children having suicidal ideas, even teenagers. But it's something that is happening, and I insist, the basis is the previous traumas they have because of the war in their countries, but what is really doing them want to kill themselves is the living condition in Moria. 3000 Kinder leben in Moria. Idoya erzählt mir, dass die Menschen, die jetzt ankommen, bis Februar 2019 warten müssen, bevor ihr Asylantrag überhaupt bearbeitet wird. Dann kann es noch mal Monate bis Jahre dauern, bis klar ist, ob sie weiterreisen dürfen. Living conditions here, counting that we are in Europe, is totally unacceptable. The total lack of dignity, the inhumanity, the lack of medical access for children, even for adults, for older people, total lack of protection. Die Spanierin nimmt mich mit zum Seiteneingang des Lagers. Auch hier filmen wir unauffällig mit der Handykamera. Hier rechts war früher ein Olivenhain. Jetzt ist es voll mit notdürftig aufgestellten Zelten. Und jeden Tag kommen neue dazu.
Most of the people nowadays, most of them are living in camping tents. Even in summer it's hard because we are now in 40 degrees, but in 3 months we are going to be in winter. It's snowing, it's 50 degrees during the night. We are speaking about people who doesn't have any kind of clothes. They don't have even money to buy new clothes, to buy blankets. We are speaking about babies living in these conditions. Ganz ehrlich, wie kann das Europa sein? Aktuell fordern Ärzte ohne Grenzen, Kinder und Schutzbedürftige von hier fortzubringen. Politiker und NGOs fordern die Schließung Morias. Nur knapp 2 Kilometer vom Flüchtlingscamp entfernt liegt das kleine Dorf Moria. Auf den ersten Blick ein gemütliches, verschlafenes Nest. Ich will von den Bewohnern hier wissen, wie sie mit der Situation umgehen. In ihre Felder läuft seit Monaten die stinkende Kloake der Campanlage. Erst vor ein paar Tagen hätten Flüchtlinge Schafe eines Bewohners geschlachtet, um sie zu essen, erzählt der junge Mann hier rechts mit dem schwarzen T-Shirt. Seine Familie betreibt einen kleinen Supermarkt im Ort. So, you're the mother? Yes. Many of the refugees create some problems here because the life here is not so affordable. But the natives blame many of refugees that they rob, they burn their trees. I don't think that all of them are robbers or kidnappers or destroy our land. I think that the life makes people to follow this road. Er studiert auf dem griechischen Festland, ist nur im Sommer hier und hilft im Laden der Eltern. Jetzt kämen nur noch wenige Flüchtlinge hier einkaufen. Mittlerweile haben sie ihre eigenen Läden rings ums Camp. Dennoch seien die Dorfbewohner nicht gut, auf sie zu sprechen, was nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun habe, versichert er mir. The people who live here are not Nazis. They have many problems with their houses, with their own things. There is an economic problem, the economical crisis, and the crisis makes the natives more not so familiar, I think. For me, the only solution, the only viable solution is some of them to 2 or 3 thousand of them to go in another place. Nur 10 Fahrtminuten weiter südlich liegt die Hauptstadt von Lesbos, Mytilene. Ich bin mit dem ehemaligen Bürgermeister verabredet. Ende der 80er war er im Amt, heute führt er eine Apotheke. Dass die rechten Parteien es gerade einfacher als früher haben, Wähler zu erreichen, läge vor allem daran, dass die Menschen verzweifelt sind. Erst die Wirtschaftskrise und dann noch die Flüchtlingskrise, das sei einfach zu viel. If you add 10,000 migrants, you can understand that it's not a small problem. Because we had not the experience to live together with refugees. Europa müsse endlich handeln. Nur so könne sich die Lage auf der Insel wieder entspannen. If Europe has about 500 million people, it's very, very bad for the European civilization not to accept 1 or 2 million people. All the Europe must take care about them, not only the islands. We cannot keep these people near to the doors. Dafür, dass sie ihre Grenze abriegelt, um die Zahl der Flüchtlingsankünfte in Europa zu minimieren, bekommt die Türkei von der EU 6 Milliarden Euro. 6 Milliarden. Und trotzdem landen jeden Tag neue Boote auf Lesbos. Allein in den ersten 2 Septemberwochen kamen 1.500 Flüchtlinge an. Da die Insel ein sogenannter Hotspot ist, muss jeder bis zur Entscheidung über seinen Asylantrag auf der Insel bleiben. Die Fähre hier, die geht nach Griechenland und die bedeutet Freiheit und Hoffnung. Die Fähre da hinten, die geht zurück in die Türkei, Abschiebung. Mitte September durften 1.000 Flüchtlinge aufs Festland weiter. Normalerweise sind es wöchentlich nur rund 200. Yahya kam im vergangenen Jahr. Ihn und Volunteer Johanna treffe ich bei One Happy Family, einer NGO. Sie bieten Flüchtlingen sowohl eine Mahlzeit als auch einen Job, Freizeitgestaltung oder Sprachkurse. Das Konzept nicht für, sondern mit den Geflüchteten.
Yahyas Asylantrag ist bereits abgelehnt. I am illegal. That means? That means that if the police catch me, they will take me to prison. Okay, and then? And then they will take me to Turkey. I don't have so much chance, but you know, I'm waiting how I change my situation and I will see some solutions. I hope. You cannot ask him if he is legal or not. He doesn't choose to be legal. He doesn't choose to be in Italy. He's the first geographic after the sea. He found himself here. And they make him stuck here. Bewegungsfreiheit ist ein Menschenrecht. Für Flüchtlinge ist dieses Recht beschränkt. Yahya hat in der Organisation zumindest einen Job gefunden. So this is the shop you work in? Yeah, I'm working in the shop here. Seit 7 Monaten verkauft er Hygieneartikel. Die sind in Moria nämlich Mangelware. Yahya kommt aus Algerien, Nordafrika. In seinem Land herrscht kein Krieg, trotzdem ist er geflohen. Immer wieder kommt es zu Terroranschlägen und Entführungen in Algerien. Deutsche Touristen warnt das Auswärtige Amt vor einer Reise in das Land. Aber Algerier sollen mal schön da bleiben. In our countries, they make us like you stay in this country and you can't move anywhere because of you have passport. Don't let you do that. And you know, it's like you find yourself. The policy they change everything. You can't do this. You can't do this because you have from this country. This country is poor or this country has different things that we don't accept it. So for that, I decided to move to another country. 50 Euro monatlich bekommt Yahya von der NGO, plus die 90 Euro, die jeder Flüchtling hier vom Staat bekommt, um sich zumindest mal ein Busticket oder was zu essen zu kaufen. Eigentlich ist der 25-jährige Diplom-Informatiker. Koch Mahmoud ist eigentlich Arzt. Beide sitzen auf Lesbos fest. It's, you can say president inside prison. You can move, but in the same time, you can't move in the island, only in the island. You can't move to a different place. This is the feeling about prison. They make people stuck here without any reason. Even they haven't processed, they haven't planned. So this is what makes it even worse than prison. Trotzdem kommen täglich neue Menschen mit Hoffnung auf ein besseres Leben auf der Insel an. Die meisten Flüchtlingsboote, die im Norden landen, haben sie auf dem Wasser entdeckt. Die Volunteers der NGO Lighthouse Relief. Sie leisten schnelle Erste Hilfe und nehmen die Menschen in Empfang. Since the EU-Turkey deal, this is the busiest period of time. The condition of people, unfortunately, it's not really good because there's a new procedure. On the other side, when we receive people here, normally after we talk with them, they're telling us that they have been hiding in the woods for 2-3 days. Not enough food, nor enough water. So when we receive them, they're really in a bad state. Doch bei weitem nicht alle Boote kommen auf Lesbos an. Wenn die türkische Küstenwache sie entdeckt, bevor sie in griechischem Gewässer sind, schleppen sie sie zurück in die Türkei. The number of interceptions are increasing massively in the other side. There's a lot of police surveillance at this point of time. How do you recognize the boats to be refugee boats? All the boats that we receive on this part of the island, they're using certain type of plastic dinghies. They're really low on the water, no light, mostly black or dark gray, and because of the fact that most these people, they don't know how to drive the boat. It goes super zigzag and they're all heading south. How many people are on those dinghy boats? Oh, it's very, very random. Mm-hmm. But this year, the most people that we got on the dinghy was 67 or 68. Okay, normally on the dinghy... They're standard. Yeah, yeah. I would say 6. Auf einem Boot kommen also bis zu 10-mal so viele Menschen wie zugelassen. Fühlt sich wahnsinnig nah an. Jetzt könnte man drüber hüpfen. Nur 6 Kilometer liegt die türkische Küste entfernt. Dennoch ist die Überfahrt auf den Schlauchbooten lebensgefährlich. Sie sind nicht für die offene See gemacht. Wenn Farshad oder seine Kollegen ein Boot identifiziert haben, muss es schnell gehen. In 5 Minuten müssen sie am Auto sein, um dorthin zu fahren, wo sie das Boot erwarten. This is our landing car. We try to equip it with the very basic things. We use it to reach the points that boats landing ASAP. Heute scheint es ruhig. Farshad und Hernan nehmen mich mit weiter hoch in den Norden.
Dort wollen sie mir etwas Besonderes zeigen. Wir fahren vorbei an Touristenstränden und kleinen Orten. Viel los ist nicht. Seit 2015 sei der Tourismus hier um bis zu 75% eingebrochen. Einen Tag zuvor habe ich mich in der Hauptstadt umgehört. Obwohl Alkis Laden direkt an der Hafenpromenade liegt, als bestes von 60 Restaurants bei TripAdvisor gelistet ist, läuft das Geschäft schleppend. Die Touristen seien abgeschreckt von den Bildern und Berichten. Seine Nachbarin erzählt, dass Lesbos die schwarze Insel sei. Bekannt für seine Flüchtlinge, wer wolle da schon Urlaub machen? The biggest problem, I think, are the media. They are showing and providing the situation in Lesbos in very bad way. The reality is far away from that. We are really living in peaceful situation with the refugees. Als Alki sein Restaurant vor ein paar Jahren eröffnet hat, war er der Einzige, der halal geschlachtetes Fleisch angeboten hat. Die Idee, er wollte den muslimischen Flüchtlingen die Möglichkeit bieten, Fleisch zu essen, das ihrer Religion entspricht. Was it good for you as a businessman? No, it was not good. Actually, it was really bad step of me to do that because we never get support from the locals actually because of the refugees. It was not actually only my restaurant, it was also all the restaurants in the harbor who the locals escaped from the harbor because it was everywhere refugees. Trotzdem sind die Hotels gerade fast ausgebucht. Nur mit Mühe bekommt man einen Mietwagen. Der Grund? Mit den Flüchtlingen kamen auch die NGOs und Helfer auf die Insel. Sie müssen irgendwo leben, sich fortbewegen, essen, einkaufen. Geld, das in die Wirtschaft fließt. Plus den monatlich 90 Euro, die jeder Flüchtling bekommt und wieder ausgibt. Für die Wirtschaft sind die Flüchtlinge also nicht schlecht. Alki helfe das aber wenig. The volunteers and the refugees cannot cover all the tourists who are supposed to visit this island. The refugees are in need and most of them are running out of money. I have more than 20, 30 people, which I'm giving food every day for free. Wut habe er nicht auf die Flüchtlinge, sondern auf Europa, auf Deutschland, weil keiner helfe. Come on, Germany destroyed our Europe twice. And is Germany now facing this face against Greece? Come on, go and fuck yourself, Merkel. Zurück im Norden der Insel, wo ich mit Alice verabredet bin. Sie lebt seit fast 3 Jahren auf Lesbos, arbeitet unter anderem für das Mosaik Support Center, um, wie sie es selbst beschreibt, eine Willkommenskultur für Flüchtlinge aufzubauen. Integrationsarbeit also. Was das Problem ist, es ist halt keine Naturkatastrophe hier, sondern es ist ein politisch gemachtes Gefängnis auf der Insel Lesbos. Da sind Gewaltausbrüche jeden Tag, Vergewaltigung. Also es ist so eine Hölle produziert, weil man die Leute eben in so ein Gefängnis steckt und dann sagt, und dann können eben Leute sagen, ach, die Flüchtlinge sind ja auch alle irgendwie Barbaren und die sind ja auch alle gewalttätig. Das ist für die Geflüchteten der Horror natürlich am allerschlimmsten, aber auch für die Leute, die immer darüber in den Nachrichten lesen, wie scheiße ihre Insel ist. Die Wand der Bushaltestelle ist mit Hakenkreuzen beschmiert. Ich frage Alice, ob auf der Insel ein Rechtsruck merkbar ist. Ich würde sagen, nein, aber es ist schwierig zu sagen, Nazi oder nicht Nazi. Allein mein Freund ist auch sowas, ich kann es nicht mehr hören, ich will nicht mehr, die sollen gehen. So. Und dann wird es eben irgendwann Abwehrhaltung. 2015 hat Alice dabei geholfen, Flüchtlinge, die im Norden der Insel ankamen, in dieser alten Käserei für ein paar Stunden zu betreuen, bevor sie nach Moria kamen. Es gab einfach keinen Ruhepunkt, jetzt im Winter auch, wir haben Heizstrahler, wärmt euch mal kurz auf, lasst uns Kleidung wechseln, weil natürlich immer aus den Booten rauskommen, ist immer nass bis hier. Hier ist eben dann so eine Kleiderausgabe und meistens sind dann hier so 2 Volunteers, die sagen, da stehen die Familien dann hier vorne und sagen so, ich bräuchte ein T-Shirt oder ein Pullover und dann so, okay, which size, is that alright for me? Diese ganz konkrete Schnellhilfe, das ist irgendwie so ein bisschen deprimierend. Also, ja, wenn man dann sagt, okay, du kannst jetzt einen neuen Pullover anziehen, aber dann sitzt du im Camp fest. Also so ein bisschen so, ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich helfe oder so. Generell hat Alice eher einen kritischen Blick auf einige der bald 100 NGOs, die auf Lesbos helfen wollen. Es gibt auch ganz, ganz viele Leute, die hierher kommen und sagen, was mit Refugees machen, cool. Und
Und dann wird es irgendwann halt, wollen eigentlich die Refugees das auch oder nicht? Also wir haben angefangen jetzt so Treffen zu machen mit Community Leaders aus dem Hauptcamp. Das ist eigentlich das Natürlichste von der Welt, dass man die Leute fragt, was wollt ihr eigentlich? Und die sagen halt, dass durchweg 99% aller NGOs überhaupt keinen fragen, was sie brauchen und wollen, sondern irgendwie, wir machen jetzt unser Programm. Seminars against gender-based violence oder, also das sind auch so Töpfe, die dann ausgegeben werden, die manchmal richtig unlogisch sind, wo viele Gelder dafür ausgegeben werden, die es hier gerade nicht braucht. Auch andere NGO-Mitarbeiter, die ich auf Lesbos getroffen habe, stellen ihre Arbeit immer mal wieder in Frage. Sie helfen den Menschen zwar auf kurze Sicht, unterstützen damit aber auch das Regierungssystem. Diese Abschreckungspolitik, die gefahren wird von der EU, meinst du, die schreckt die Menschen, die flüchten wollen, wirklich ab? Viele wissen das dann gar nicht. Also Informationspolitik ist ja ganz unterschiedlich. In Afghanistan, im Fernsehen läuft, glaube ich, noch kein Werbespot. Bitte kommt nicht nach Europa. Zurück zu Farshad im Auto weiter Richtung Norden. Wir sind am Ziel angekommen. Ich habe das Gefühl, auf eine riesen Müllhalde zuzufahren. Wow. This place used to be much, much bigger than this. And then on this side, since 2015, they have been dumping the life jackets. It's dumps over dumps over dumps of life jackets. It's a weird place, huh? Each life jacket is a story. Like when you think about it, what has happened to all these people? Where in the world they are right now? Do you still get a bad feeling if you're here? I wouldn't call it bad. I don't know how to describe it. It's just heavy. The thing that annoys the most is most of these life jackets are fake. Actually, matter of fact, when they get wet, they get super heavy. Somebody making shitloads of money out of this, putting people's lives on risk. Especially the baby life jackets, they're made for the pool, but they're using it for crossing the sea. They pay a lot of money to buy them on the other side. But the same story is with dinghies. The qualities are, it's just bad. Als ich selbst über die Westen steige, begreife ich die Dimensionen. Unter meinen Füßen müssen noch so viel mehr liegen. Der Schaumstoff gibt nach. Es riecht muffig. Yeah. Jede Weste ein Mensch. Worte von Farshad, die mir in Erinnerung bleiben werden. Auf der Rückfahrt frage ich ihn, ob die Schmuggler hier nicht mal erwischt werden. We don't see smugglers here. They never come with the dinghies. Dinghies are coming with refugee themselves driving it. Farshad kommt aus Schweden mit iranischen Wurzeln. Ernan aus Spanien. Beide konnten sich in ihrem Leben immer frei bewegen. Hier haben sie täglich mit Menschen zu tun, die das nicht können. If you are in that level that you put your life of yours and your kids on the boat, to come to Europe, to a safe place, it just is a sign that there's nothing left behind. There's nothing, there's no hope, there's no place that you can call home. And I cannot imagine that some imaginary lines called borders limit people for achieving what they're supposed to achieve. Die meisten freiwilligen Helfer auf der Insel haben die Utopie von einem Europa ohne Grenzen. Dann käme wohl auch niemand mehr auf dem Seeweg an. So sind die Fischer der Insel oft die Ersten, die den Flüchtlingen helfen. Im Fischerdorf Thermis haben sie viel zu erzählen. Es waren 27 Menschen ertrunken. Ja. Und eine war halb gefressen von den Fischen. Wenn die Männer auf See ein Flüchtlingsboot sehen, ist es ihre Pflicht zu helfen. Ich bin mit Marilie Strux hier. Die Fotojournalistin hat unter anderem einen Webguide für Migranten auf ihrem Weg durch Europa gemacht und begleitet seit Jahren die Initiative Kein Mensch ist illegal. Sie ist hier sowas wie die Vermittlerin zwischen Einheimischen und Geflüchteten.
Wir wollen das nicht, sagt er. Wir wollen nicht, dass sowas stattfindet. Wir können nächtelang nicht mal schlafen, da sehen wir Albträume. Wie lange kann jemand von hier, ein griechischer Mensch, das aushalten? Der Fischer ist wütend. Er hat den Eindruck, dass die Politiker die Flüchtlinge hier absichtlich festsitzen lassen, um die Bewohner in die Verzweiflung zu treiben. Sie zwingen uns, rassistisch zu werden, ohne dass es einen Grund gibt, rassistisch zu werden. Das, was wir sagen, ist, wo ist Europa? Diese Menschen haben keine Schuld, sagt er. Weil in deren Position könnten wir auch eines Tages kommen. Über eine halbe Million Griechen haben übrigens in den letzten Jahren ihr Land verlassen. Sie dürfen nach einem besseren Leben woanders suchen. Er sagt, ich verstehe, dass syrische Flüchtlinge hierher kommen, weil da ist Krieg. Aber ich frage mich, die anderen Nationen, die hierher kommen, haben die Krieg? Was ist bei denen los? Klar, es kommen auch Menschen, in deren Ländern kein Krieg herrscht. Über deren Recht hier zu sein, scheiden sich auf der Insel die Geister. Marily hört sich die nächsten Geschichten an. Yeah, it's terrible. Yeah. Yeah. Er sagt, dass gestern war wieder eine Bombe in Kabul und 116 Leute sind gestorben. Und er kommt aus Ghazni, wo es jetzt voll abgeht. Und die Fischer sagen, warum kommen die? Da ist kein Krieg. Weil sie das nicht wissen. Um an die Menschen, die auf ihrem Weg nach Lesbos ertrunken sind, zu erinnern, hat Marily mit anderen Einheimischen ein Denkmal errichtet. Schon zum zweiten Mal ist es zerstört worden. Eine faschistische Gruppe hat sich dazu bekannt. Ein Katz-und-Maus-Spiel. Guck mal, hier sind die Gesichter der ersten Menschen, die auf der Liste draufstehen. Und das ist schon unglaublich, weil zum Beispiel der kleine Takmani, der lebte in Athen bei seinem Vater, ist nach Syrien zurückgegangen und als der Krieg anfing, konnte das Kind nicht mehr zurückkommen, weil es kein Visa hatte und musste diesen Weg nehmen, ohne Papiere, um in den Land zurückzukommen, wo er lebte, mit seiner Familie, ertrunken. Das Sterben ununterbrochen, also das ist einfach Alltag geworden und das ist das Schreckliche. Deswegen interessiert sich auch die Öffentlichkeit weniger. Sterben ist also Alltag geworden, Leben unter diesen Bedingungen auch. Genauso wie dauerpräsente Grenzschutzschiffe im Hafen von Lesbos und Einheimische, die gebeutelt sind von Finanz- und Flüchtlingskrise auf ihrer Insel. Ihre Solidarität haben die meisten Bewohner behalten. Faschisten raus aus allen Vierteln steht hier groß auf der Wand. Stoppt die Abschiebung auf einer anderen. In Deutschland kacken wir uns zu, wenn irgendwie 100 Flüchtlinge mehr kommen. Hier kommen jeden Tag gerade 100, also in der Woche 700 Menschen mehr. Und trotzdem sind die Einheimischen irgendwie halbwegs cool damit. Also natürlich ist das ein Problem für ihren Tourismus. Die sind selber traumatisiert und trotzdem sagt jeder, du kannst es nicht zulasten der Flüchtlinge legen, sondern nur zulasten der Politik. Und ich glaube, davon könnten wir uns in Deutschland eine Scheibe abschneiden. Ein bisschen weniger Hass, ein bisschen weniger Angst, ein bisschen mehr Solidarität und ein bisschen mehr aufs große Ganze gucken. Es ist jetzt schon wieder einen Monat her, dass ich auf Lesbos war. Die Situation hat sich aber nicht verbessert, ganz im Gegenteil. Deswegen die Frage an euch, wie würdet ihr das alles lösen? Was für eine europäische Grenzpolitik würdet ihr euch wünschen? Grenzen auf für alle oder Flüchtlinge sollen dort bleiben, wo sie sind? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich gehe dann nächste Woche darauf ein im Q&A und das findet ihr auf unserem Zweitkanal.